Es scheinen aber von der Größe her. Merkst du? Also richtig viel Auswahl ist da nicht, du. Jetzt in dieser Konstellation. Aber wir brauchen ja auch nicht mehr viel. Dementsprechend begrünen wir das einfach mal an so einzelnen Stellen. Dann haben wir es ja auch schon wieder. Musste ja nur grün sein. Haben wir 100%. Ja, schön den Boden versenken, ne? Genau. Mit den ganz harten Tricks arbeiten. So, wenn das Essen jetzt noch geil wird, dann ist der, müsste doch auch so langsam Lebensqualität, Beschäftigung. Da fehlt noch irgendwas. Filter zurücksetzen, Gehege, Mandrill. Mal, da ist doch schon was erforscht worden. Da können wir noch was draus machen, oder? Dann ziehen wir die Lebensqualität auch nochmal hoch. So, da fehlt nicht mehr viel. So, dann haben wir damit auf jeden Fall schon mal genug. Und, ja, Sprinkler finden die immer nicht so geil. Kann ich nachvollziehen. So. Fehlt mir eigentlich nur noch das Klavier, oder? Hier noch eine Kiste. Fehlt nicht mehr viel. Alles klar. Haben wir das auch auf 100%? 97% Wohlbefinden ist doch alles machbar. So, nächstes Problem. Schildklöte. Na komm. Warum liegt hier Essen rum, wenn hier doch ein Futterspender ist? Oder ist der nicht für Schildkröten? Aber warum liegt hier Futter rum? Das verstehe ich nicht. Oder reicht der nicht? Futterqualität 2. Gehege ist gerade noch groß genug. Also hier würde ich jetzt dazu übergehen und sagen, die Elterntiere, die kriegen jetzt die Pille. Weil die haben jetzt so viel Nachwuchs gezeugt, ich kann das Gehege nicht vergrößern. Und die ist durstig. Hier ist aber ein Wasserspender, also daran dürfte es doch nicht liegen. Du kommst doch da runter. Ich hoffe, du schläfst jetzt gerade nur. Sehen ja schon süß aus, ne? Wenn die da so pennen, so alle Beine von sich gestreckt. Ein bisschen aus wie ich. Nur, dass ich selten auf dem Bauch schlafe. Morgen. Ja. Raff dich auf. Ob das Leben so schön ist, wenn man so langsam vor sich hin lebt?
Komm, geh was trinken. Nicht über das eigene Kind. Nein, Vorsicht. Zermatscht. Komm, du hast Durst. Jetzt geh da mal hin. Da ist frisches Wasser drin. Ich will ja nur wissen, ob es Probleme gibt. Weil durstig habe ich auch noch nicht gelesen. Das macht mir immer ein bisschen Sorge. Lässt sich eine Zeit, Schildkröte. Was ist das Wenden auf der Hochachse? Spielst du gerade Panzer? Das Problem auch im Griff. Ihr ist noch ein bisschen langweilig, weil sie so Futtersachen braucht. Ein Futterball und irgendwo kann noch so eine Eisnummer hin. Ich glaube, da müssen wir auch noch was erforschen, oder? Irgendwas fehlt doch da. Sprinkler, Kräuter, Witterung, Eisball und den kleinen Ball, den packen wir da hinten hin. So, dann haben wir das doch schon mal. Und im Zoopedia steht bei Forschung, wir haben alles erforscht, ne? Da müssen wir wohl mehrere hinstellen, da führt dann wohl kein Weg dran vorbei. Der Nachteil ist, das Gehege ist natürlich tatsächlich auch schon ein bisschen voll. Das stimmt. So, dann haben wir das auch auf 100% und haben die Schildklöten auf 96%. Alles klar. Der stabile Rückzugsort ist noch zu klein. Kann ich nicht schon mal so zwei, drei Schildkröten hier rausnehmen oder so? Die Mandrillen sind auf dem richtigen Weg. Die Erdferkel sind auf dem richtigen Weg. Wie sieht es im Schlangengehege aus? Da ist schon wieder zu viel Schlange. Gelbe Anaconda. Ein Männchen zu viel. Und wieder 5 Punkte. So, dann müsste hier auch 100%. Jawohl. So, wie sieht's denn hier aus? ...83%. Qualität der letzten Mahlzeit, Sozialverhalten. Platzbedarf. Und hier unten könnten wir noch ein paar Punkte machen.
Wie viel ist denn schon erforscht? Also muss noch eine Kleinigkeit muss wohl noch erforscht werden. Mandrill. Ja, der Elefant, der macht mir eigentlich lass uns mal hinspringen. Können wir hier schon Qualitätsstufe 2 machen? Ja, können wir hier auch. Stimmt, oder? Nee. Da fehlt noch die Forschung. So, was haben wir hier? Skorpione sind erforscht und Mandrill sind weitergekommen. Dann erforscht du mir doch mal die... wegen Futter. Und dann können wir hier hinten das Vivarium. So. Würdet ihr bitte mal anfangen, hier Nachwuchs zu zeugen, bitte? Aber die Tiere haben jetzt auch 100%, da müssen wir uns auch nicht weiter drum kümmern. Macht doch einen guten Eindruck, oder? Nächste Forschung abgeschlossen. Nächste Mandrillforschung. Braucht nicht mehr viel, dann könnten wir den Mandrill auch fertig machen. Dann schauen wir doch mal, ob es Nachteile wieder im Park gibt. Negative Einflüsse, was haben wir denn? Wir müssen ja eh noch vergrößern, aber das würde ich dann, glaube ich, nicht mehr heute machen. Aber so macht der Park nichts kaputt. Das ist die Technikabteilung, alles klar. Hier sind... ja, die fühlen sich leicht gestört, alles klar. Ja, ist doch, sieht doch super aus, oder? Also hier gibt es sonst keine negativen Einflüsse. Das ist doch genial. Bildung haben wir an dem Gehege, an dem Gehege. Hier ist Bildung, Bildung, Bildung. Hier ist Bildung, 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 Bildung. Ja, guck mal, auch Bildung ist super. Gebäude, was haben wir denn noch? Sicherheit und Verbrechen dürfte sich ja eigentlich nicht viel ergeben. Da läuft einer rum, da laufen zwei gerade. Ne, da läuft einer rum. Da läuft einer rum. Also wir haben hier durchaus Leute laufen. Es scheint auch mit dem Personal ganz gut zu funktionieren. Oh, gut, hier könnte natürlich noch ein bisschen Personal hin, ne? Im Zweifel. Mal eben gucken. Was haben wir denn? Wir haben hier alle 6 Monate... Da hinten spricht schon wieder Google mit mir, obwohl ich überhaupt nichts gesagt habe in ihre Richtung. Aber egal.
So, der Tierpfleger ohne Arbeitsbereich.